Herzlich willkommen im Apothekenratgeber. Unser Thema heute wird fast alle betreffen. Es geht um Schmerzen, vor allen Dingen um Rückenschmerzen. Wir wollen Möglichkeiten vorstellen, vielleicht sogar die ärztliche Therapie zu unterstützen. Aber zuerst einmal, was sind denn die neuen Erkenntnisse zu Rückenschmerzen? Ja, also Rückenschmerzen haben sehr häufig etwas damit zu tun, dass das Bindegewebe, und das nennt man neuerdings Faszien, weil man draufgekommen ist, dass es Bündel, Faserbündel sind, ja, dass diese Faszien verklebt sind. Und Verklebungen machen einfach Schmerzen, man kann sich nicht richtig bewegen, es ist ein falscher Zug auf die Muskulatur und diese Schmerzen können überall auftreten, weil Bindegewebe, wissen wir, haben wir im Körper überall. Sogar im Kopf haben wir Bindegewebe. Bindegewebe hält unsere Organe und dieses Bindegewebe ist sehr ein großes Sensibelchen, weil über das Bindegewebe alles versorgt und entsorgt wird. Also es hat eine total wichtige Funktion. Früher hat man gesagt, naja, Faszien, Bindegewebe, ah, das ist so ein Füllmaterial. Stütz. Ja, Füllmaterial, das ist immer angestopft damit, so wie wenn Sie ein Paket bekommen und da ist irgendwie Füllmaterial drinnen. Ja. Jetzt weiß man, dass es ein ganz wichtiges Organ ist, das Bindegewebe, und dass diese Faszien, das macht die chinesische Medizin schon lang, die Faszien anregen mit Nädelchen, das heißt die Akupunktur greift auch auf die Faszien zu und jetzt ist man eben drauf gekommen, die Faszien spielen eine große Rolle auch bei Rückenschmerzen oder allen Schmerzen, die im Körper wandern. Und was macht man dagegen? Man geht zum Doktor und lässt sich Tabletten geben oder man kauft sich in der Apotheke eine Einreibung gegen Schmerzen? Richtig, das war bislang so. Man ist aber drauf gekommen, dass man halt damit die Ursache nicht behandeln kann. Sie können natürlich Schmerzen mit einer Schmerztablette behandeln, aber die Ursache, diese Faszienverklebungen, da muss man ein paar andere Sachen machen. Da gibt es eben neu von den Schüsslersalzen. Das Schöne ist eben keine Nebenwirkungen. Eine gesunde, nebenwirkungsfreie Medizin, gibt es ein Kombipräparat, dass alle Mineralstoffe zum Lösen dieser Faszienverklebungen mit kombiniert, das Ranocalcin. Und das greift eben sehr gut, auch in Kombination, wenn der Arzt was verordnet, auch in Kombination, wenn man sich selber eine Einreibung greift, löst es eben die Ursache. Und wenn man das eine Weile einnimmt, merkt man, der Schmerz wird immer weniger und dann braucht man auch immer weniger Einreibung und glücklicherweise eben auch weniger Schmerztabletten, was natürlich den Körper sehr freut, weil Schmerztabletten haben immer sehr viele Nebenwirkungen. Muss man dieses Schüsslersalz dann ständig nehmen oder wendet man das kurweise an? Und vor allen Dingen wäre für mich interessant, wie lange muss ich denn warten, bis ich wirklich eine Verbesserung merke? Wird vielleicht auch unterschiedlich sein. Ja, das hängt natürlich von der Verklebung ab und wir empfehlen halt immer dazu, Sport zu machen, weil die Ursache ist eben zu wenig Bewegung, zu wenig Muskelbewegung, zu wenig Stoffwechsel im Muskel drinnen und die Lymphbahnen sind verlegt. Ne? Und die Lymphe, Sie wissen ja, im ganzen Körper haben wir Lymphbahnen, die für, sag ich mal, die Muskulatur auch sehr wichtig sind. Und deswegen, das dauert seine Zeit, bis da wieder ein Fluss reinkommt. Und man muss rechnen, 3 bis 4 Wochen ist Minimum. Ich empfehle gern, das Ganze als Anschubtherapie mal 3 Monate zu machen. Es sind ja Mineralstoffe, kann der Körper sowieso brauchen. Und gerade im Sommer, wenn man viel schwitzt. Genau. Also da ist, wie gesagt, der Stoffwechsel wird da in Gang gebracht und die Speicher sind wieder voll und dann nach 3 Monaten mal absetzen und schauen, wie geht's mir, hat der Körper sich wieder reguliert, wenn natürlich wieder ein Defizit auftritt, wird man die Schmerzen wieder bekommen, aber Vorteil, wie gesagt, nebenwirkungsfrei, gesund und es lösen sich die Probleme ursächlich dabei. Sie haben ja auch das Thema Bewegung angesprochen. Viele denken, die Schmerzen haben, dass man sich nicht bewegen soll, um das Gelenk oder den Rücken zu schonen. Das ist ja eigentlich total falsch. Also ich mache selber Sport, weil stehende Tätigkeit, also ich habe ständig Verspannungen und ich kann da nur sagen, Sport ist da das, sag ich mal, um und auf und man muss sich bewegen, man muss die Muskulatur und auch die Gelenke in Schuss halten durch Bewegung. Natürlich nicht durch Belastung, also Bewegung und Belastung ist einfach was anderes. Und wie gesagt, gerade im Vital Fitness Club beim Jan Pschewilski drüben, da haben sie eben schöne Geräte, die diese Faszien auch wieder lockern können. Also ohne das Gelenk zu belasten, wirklich Muskulatur anregen. Und da nehmen die Schmerzen auch dann wirklich ab. Also das ist immer in Kombination Muskulatur wieder in Gang bringen und dann Gelenke bewegen und etwas tun, damit der Körper sich selber helfen kann. Das ist natürlich optimal. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es war interessant für Sie. Wenn Sie sich näher für das Thema interessieren, mehr wissen wollen, die Fachleute sind hier und ich denke, wir haben rausgehört, die richtige, sinnvolle Kombination und sich selber bewegen, das sind die Schlüssel, um Rückenschmerzen und andere Schmerzen dauerhaft loszuwerden. Danke. Dankeschön.